Hallo. Hi und herzlich willkommen. Wir sind Anja und Ilan und möchten uns mit diesem Video für dieses Jahr bei euch verabschieden. Eines kommt aber noch in der kommenden Woche am Sonntag, auf das wir uns schon Ewigkeiten freuen. Und wir sind total gespannt und voller Vorfreude, das mit euch in der kommenden Woche zu teilen. Und was euch da erwarten wird, erzählen wir euch heute. Wir hatten ja im Spätsommer 2019 den Transport unseres Tiny Houses dokumentiert oder aufgenommen oder aufnehmen lassen von unserem Kumpel Michi. Und dieses Video hätte eigentlich die Woche darauf oder zwei Wochen später kommen sollen. Aber es war so viel Bildmaterial und er ist auch selbstständig und hat super viel um die Ohren. Und wir haben gesagt, das soll das Highlight des Jahres werden. Das ist unser Erlebnis, unser Video. Und dafür darf es auch länger brauchen. Und jetzt ist es endlich soweit. Er hat super viel Material gesammelt, alle schönen Momente festgehalten. Es ist richtig schön geworden und ich hatte die Ehre, dann auch die Musik dazu zu komponieren. Und es ist wieder auch musikalisch also was Neues entstanden, auf das wir sehr stolz sind. Und hiermit auch nochmal offiziell die Ankündigung für nächste Woche, wenn ihr darauf Lust habt, unser großes Highlight 2019 mit uns nochmal zu erleben, dann schaltet auf jeden Fall ein. Auch für alle, die neu dabei sind, wird es, glaube ich, eine tolle Zusammenfassung sein, weil Michi das Ganze auch in Form einer kleinen Doku zusammengepackt hat, auch nochmal gefragt hat, was unsere Motivation war, wie sind wir dazu gekommen, was waren die Beweggründe. Und ja, also ich glaube, da kriegt man einen schönen, schnellen Überblick, warum wir unseren Traum vom Tiny House verwirklicht haben. Ich muss jetzt mal die Kamera übernehmen. Ich habe gerade schon gewackelt, mein Arm ist schon taub geworden. Wie geht's jetzt weiter? Es wird im kommenden Jahr so sein, dass wir zwei Wochen pausieren. Das heißt, es wird ab dem 19., also dem Sonntag, dem 19.01.2020 weitergehen, wo wir auch hoffentlich mal die Gelegenheit haben, ein bisschen was vorzuproduzieren. Wir hatten ja bis jetzt in diesem Jahr eigentlich nur eine Woche Pause. Genau. Und Ja, und möchten jetzt auch vor allem die Weihnachtszeit nutzen oder auch den Neujahrsanfang, um uns darüber Gedanken zu machen, wie machen wir denn jetzt exakt weiter, mit welchen Themen wollen wir uns beschäftigen, gerade weil unser Haus ja im Moment nicht bei uns steht. Und das tut ganz gut, sich dann auch dafür mal die zwei Wochen Zeit zu nehmen. Tut weh, ne? Alles gut, ich muss immer wechseln. Merkst du schon, ne? Und der muss jetzt auch wechseln. In diesem Sinne danken wir euch nochmal für das Jahr 2019 und für die tolle Resonanz, für das Feedback, für den Austausch mit euch. Es hat dieses Projekt echt auch getragen irgendwo. Und vorangebracht. Und vorangebracht. Ja. Und wir wünschen euch natürlich schöne Feiertage. Erholsame vor allem. Erholsame vor allem, dass ihr gesund bleibt, gesund ins neue Jahr rutscht. Und schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein, teilt es mit den Freunden, mit der Familie, lasst uns einen Daumen da oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne. Und bis in ein paar Wochen. Bis 2020.